Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit Borussia Dortmund. Ja, im letzten Spiel haben wir ein 3 zu 3 gegen Ajax Amsterdam erkämpft und dafür haben wir uns für die Europa League, also für die Euro League qualifiziert, weil wir sind ja leider aus der Champions League rausgeflogen. Aber in der Euro League sind wir immer noch dabei. In diesem Spiel steht uns nun der Tabellenvierte VfL Wolfsburg bevor. Schauen wir kurz auf den Kalender. Hier sehen wir VfL Wolfsburg, Hoffenheim und Freiburg stehen noch bevor. Also der Schlusssport steht an von der Hinrunde. Wir schauen, dass wir die vielleicht nur irgendwie persönlich für uns abschließen können. Ja, mit 3 Siegen wäre ich schon zufrieden, aber wird auf jeden Fall schwer, weil Hoffenheim ist gut drauf, Wolfsburg ist auch sehr gut drauf. Und den Pokal gegen Freiburg ist natürlich auch alles möglich. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum Spiel. Wir spielen zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg darf für den Blau spielen. Tornius in Allianz und wir sehen Bayern im direkten Vergleich gegen den FC Augsburg. Wird ein interessantes Spiel, werden wir auf jeden Fall beobachten. Ja, ich habe ein bisschen umbauen müssen. Also Kirk spielt für Piszczek und Błaszczykowski spielt für Perisic. Und ja, Sturridge ist noch nicht ganz fit geworden, für ihn spielt Schieber. Ja, ich hoffe mal, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen können. Die haben in die letzten 3 Spiele zwar alle 3 Siege geholt, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Aber würde ich sagen, schicken wir ihm zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Der BVB empfängt zu Hause im Signal Iduna Park den VfL Wolfsburg. Natürlich, die Dortmunder haben ihre kleine Krise abgewendet, haben ja 4 Spiele in Folge mal verloren. Die letzten Spiele haben sie aber wieder gut alle gewonnen und unentschieden gespielt. Und jetzt kommt eben der VfL Wolfsburg. Das ist jetzt schon ein kleiner Kracher, weil die Wolfsburger sind momentan Tabellenvierter. Wir sind ja nur Tabellensechster. Aber die Tabelle werde ich dann vor der Winterpause in online blenden. Hier begrüßen sich die Teams. Da kommt jetzt dann auch nicht kurz die Tabelle reingeflogen. Ja, da haben wir sie schon. Hier sehen wir Tabellensechster hinter die Bayern, hinter die Wolfsburger. Ja, eigentlich müssen wir das Ding hier gewinnen, weil dann mit einem Sieg wären wir doch schon wieder gut dabei. Gündogan hier 18 Saison, unser erfolgreichster Torschütze. Aber genug gelabert, jetzt geht's los. Der Ball rollt in Signal Iduna Park. Dortmund mit Anstoß und Błaszczykowski verspringt hier dabei, aber holt ihn sich sofort zurück. Jetzt Lewandowski und die Dortmunder kommen hier gleich sehr offensiv. Aus ist Großkreuz, Großkreuz, zieht gleich mal ab, abgefälscht. Vom eigenen Spieler, oder? Ja, ich glaube, vom eigenen Spieler war der abgefälscht. Und hier oben sehen wir, Augsburg geht gegen Bayern in Führung. Das ist hier schon mal eine absolute Überraschung. Aber wir konzentrieren uns hier mal nicht auf Bayern, sondern lieber auf mal auf Wolfsburg. Wir müssen hier auf jeden Fall die 3 Punkte holen. Jetzt Gündogan. Na, schwacher Ball. Natürlich, Marco Reus ist ja immer noch verletzt, hat ja 8. Ne, wie viel? 4 Monate Pause hat er machen müssen aufgrund seiner Verletzung. Der fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. Aber die Augsburger, die kommen, die Dortmunder kommen hier faul an Gündogan. Nein, sagt er nicht. Aber jetzt kommt Błaszczykowski. Błaszczykowski mit der Schussposition. Abgefälscht und Benaglio kann ihn locker aufnehmen. So, Benaglio behält den Ball jetzt ein bisschen in der Hand. Aber auf jeden Fall, gestern war ja Champions League, also mir, zumindest gestern bei mir. Hat ja Dortmund gegen Ajax Amsterdam 4 zu 1 gewonnen. Und damit haben sie sich die Gruppenführung gesichert. Also kommen als Gruppenerster weiter. Respekt Dortmund, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wo die Gruppe ausgelost worden ist, da habe ich mir echt gedacht, okay, die fliegen 100 pro raus. Weil mit Man City ist nicht leichter Gegner. Und Real Madrid ist auch nicht zu unterschätzen. Aber die haben es doch tatsächlich geschafft. Als Gruppenerster hat mich echt gewundert. Ja, Man City ist ja wirklich, keine Ahnung, die haben wirklich einen überragenden Kader, aber es hat nichts gebracht, die sind raus. Die sind ja letztes Jahr auch schon rausgeflogen, damals hatten sie Bayern in der Gruppenphase. Da sind sie auch raus, jetzt komplett frei und der geht hauchdünn vorbei. Riesenchance hier für Wolfsburg, aber der geht hauchdünn vorbei. Glück für Dortmund. Die Dortmund müssen sie jetzt zusammenreißen. Ja, die Schalke haben ja auch gewonnen gegen Piräus mit 1 zu 0. Ja, damit sind die Schalke auch weiter. Die Bayern haben in Valencia nur unentschieden gespielt. Aber damit sind sie auch weiter. Zwar noch nicht sicher als Erster, aber weiter sind sie. Aber jetzt Gündogan mit der Chance. Gündogan! Nein, er macht es nicht! Da wollte er ihn zu cool am Tor vorbeilegen und er schiebt am Tor vorbei.
die Riesenchance für den BVB in der 17. Minute in Führung zu gehen. Den hätte er eigentlich schon machen müssen. Also so eine Chance wird er nicht oft bekommen. Jetzt Gündogan hier, na gut. Aber er holt ihn sich wieder, klasse. Ja, die Dortmund heute sehr kämpferisch gut drauf. Jetzt Schieber in der Mitte ist Lewandowski, den sieht er. Lewandowski in der Mitte kommt Gündogan. Ah, der kriegt ihn nicht. Der kriegt ihn nicht. Und jetzt weiter Befreiungsschlag und dann geht er ins Aus, der Ball. Jetzt Kirk zu Kehl. Ja, zu Gündogan. Gündogan. Wohin? Jetzt zu Schieber. Schieber setzt hier gut durch, aber kommt nicht problemfrei vorbei. Jetzt Gündogan in Schussposition abgefälscht und dann können die Wolfsburger nicht rausklären. Schieber kommt aber an, aber die kommen nicht raus, die Wolfsburger. Jetzt Schieber, oh, klasse, durchgesetzt, klasse, aber wieder nichts. Wieder nichts. Und jetzt kann Wolfsburg vielleicht kontern, wenn sie schnell machen. Jetzt wird es gefährlich, jetzt wird es sehr gefährlich. Da kommt Santana, aber oh, der Schiedsrichter sagt kein Foul, okay. Großzügig pfeift er heute. Und jetzt kommt die Dortmund über Gündogan. Gündogan hat viel zu viel Platz. Da der Pass zu Lewandowski und da ist das 1:0 für die Dortmunder. Robert Lewandowski, 26. Minute, macht das 1:0 für den BVB. Ja, das hat sich schon angedeutet. Die Dortmunder waren sehr stark. Hier schöner Pass von Gündogan und Lewandowski hämmert das Ding dann eiskalt rein. Und damit gehen die Dortmunder hier in Führung und das sind doch wichtige Tore hier. Ja, und dann nur kurze Frage an euch, und zwar, es steht jetzt dann die Winterpause an. Und das heißt, Transferzeitraum und hier die Chance für Wolfsburg, ne? Transferzeitraum geht ja jetzt auch los und da hätte ich die Frage, wen soll ich holen, weil wir haben, glaube ich, nur 30 Millionen, haben wir, glaube ich, 30 oder 35 Millionen. Gut, die kann man natürlich jetzt nicht jeden leisten, also Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo und die ganzen allergroßen kann ich mir natürlich nicht leisten, aber... Wen soll ich ihn holen? Könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben? Ich weiß, ihr habt schon einige Kommentare geschrieben. Aber ich sammle halt nur ein paar Meinungen, so, wen ich holen soll. Und ihr könnt es ja auch reinschreiben, wen ihr auf keinen Fall nächste Saison, also in der Rückrunde, wieder sehen wollt. Wen ihr also verkaufen soll, könnt ihr auch reinschreiben. Wir brauchen ja unbedingt nur einen Ersatz für Mario Götze, da haben wir ja nichts gefunden. Und ich würde jetzt persönlich, würde jetzt Samir Nasri, ich habe natürlich nur einen Tipp geben mit. Keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Ich habe es irgendwo in die Kommentare mal gelesen. Auch so ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall, da werden wir einen brauchen. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wen ich da holen soll. Und dann werden wir mal schauen, was sie für Wirkel hinlässt. Aber jetzt kommt Lewandowski. Lewandowski verliert ihn hier, aber Gündogan. Gündogan unten läuft Blaschikowski. Blaschikowski zieht ab und Benaglio hält. Dann geht's Eckball für die Dortmunder. Schmelzer. Kommt gut, da ist Schieber. Ah, kommt aber nicht hin. Großkreuz wird hier. Ja, kommt nicht hin. Jetzt Kehl. Aber die Wolfsburger bleiben im Ballbesitz. Natürlich, die Wolfsburger hätten sich hier auf jeden Fall mehr errechnet, aber die Dortmunder spielen heute sehr gut auf. Oh, hier sehen sie nicht gut aus. Nehmen die Santana im Kopfballduell. Der war wichtig. Jetzt Kehl zu Blaschikowski. Jetzt könnte es schnell gehen bei Dortmund. Aber Blaschikowski verliert ihn gegen Rodriguez. Jetzt weiter Ball, Pilar kommt nicht hin und damit gibt es einen nur für die Dortmunder. Hier Gündogan 8 Saisontore. Gut, so viel hat Lewandowski jetzt, glaube ich, mittlerweile auch nach dem Tor jetzt. Aber ich freue mich schon wieder, wenn Marco Reus wieder gesund ist, weil der wird dann. Er wird die große Hoffnung sein für die Rückrunde dann, dass wir vielleicht doch noch Meister werden. Und jetzt Lewandowski komplett frei wieder durch. Lewandowski und eine Schiebe und der macht die nicht rein. Benaglio mit Glanztat und Julian Schieber macht ihn hier nicht rein. Die Ecke kommt, Mats Hummels. Kommt nicht hin. Also Dortmund spielt hier sehr stark mit. Die spielen sehr stark. Sie haben also jetzt den Aufwind von den letzten Spielen, nehmen sie jetzt auf jeden Fall mit. Jetzt hoher Ball zu Schieber. Schieber, oh, da war die Hand im Spiel. Da war die Hand im Spiel von Schieber. Damit gibt es Freistoß für Wolfsburg. Ja, die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Dürfte jetzt dann gleich abpfeifen. Ja, zu Wolfsburg jetzt nochmal den Ball. Aber ob er den Angriff nur laufen lässt, weiß ich nicht, anscheinend schon. Aber Kirk holt ihn sich hier. Kirk zu Schieber, der kommt nicht hin. Und er lässt immer nur laufen. Jetzt sollte er eigentlich schon mal abpfeifen. Jetzt Kehl mit klasse Einsatz, kann ihn klären. Und jetzt pfeift er ab. Die erste Halbzeit ist vorbei. Dortmund führt zurecht mit 1:0 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Robert Lewandowski hat es eiskalt ausgenutzt.
Ja, das läuft doch wieder so, wie sich die Dortmunder vorstellen. Souveränes Spiel, offensiv sind sie sehr stark heute und defensiv stehen sie auch gut. Hier nochmal das Tor, Gündogan schön vorgelegt und Lewandowski hämmert das Ding rein. Erst nochmal die anderen Ergebnisse, zumindest zur Halbzeit eben. Augsburg führt gegen Bayern, das ist eigentlich das Entscheidende für uns. Weil dann können wir, wenn es so ausgehen wird, der Spieltag, da wären wir sogar an Bayern vorbei. Aber es geht weiter, zweite Halbzeit steht an. Und Wolfsburg hat Anschluss. Und die Dortmunder, die müssen jetzt natürlich schauen, dass sie irgendwie vielleicht das 2. nachlegen und dann wären die 3 Punkte schon fast sicher. Benaglio 10 Spiele ohne Gegentore. Habe ich das richtig gelesen? 10 Spiele ohne Gegentore. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und jetzt, oh, Lewandowski, wenn er den hohen Ball zu Großkreuz bringt, dann wird es richtig gefährlich, aber die VfL-Abwehr passt hier sehr gut auf. Jetzt kommt Wolfsburg. Wolfsburg kommt, aber Hummels läuft hier Schäfer klasse ab. Schmelze und Großkreuz. Großkreuz zu Lewandowski. In der Mitte läuft Gündogan mit, aber abgefälscht. Jetzt die Chance für Wolfsburg, vielleicht jetzt hier zu kontern. Oh, schöner Trick von Vierana. Oh, und da steht Santana viel zu weit weg vom Mann. Aber da bleibt der verletzt liegen. Ivica Olic ist es, glaube ich, was ist da verletzt liegen bleibt. Ja. Olic bleibt hier verletzt liegen, er hält sich an der Schulter und muss raus. Bitte für Wolfsburg. Jetzt kommt Patrick Helmes. Oh, das ist natürlich jetzt sehr bitter für die Wolfsburger. Was, ich hab den Ball, okay. Bei den Schiedsrichterbälle weiß man auch nicht so genau, ob jetzt ich wegschießen muss oder ob ich sie habe. Auf jeden Fall jetzt Gündogan. Gündogan gegen 2. Oh, da behindern sie sich gegenseitig. Wir passen die Mitte zu Lewandowski, aber Lewandowski kommt da nicht dran. So, da kicken sie nur ins Aus und die Dortmunder, die können jetzt hier eigentlich das Tor machen. Jetzt Gündogan, Gündogan, der geht nicht rein. Benaglio hält, gute Chance. Wolfsburg versucht sie irgendwie hier zu befreien, aber die Wolfsburger, die schwimmen jetzt hinten drin doch wirklich heftig. Lewandowski holt ihn sich. Stark, ganz stark gemacht von Lewandowski hier. In der Mitte ist wieder Gündogan. Gündogan, Schieber, nein, da kommt er nicht hin. Aber sie stehen hinten schon recht offen, die Dortmunder. Sie müssen jetzt aufpassen, dass sie jetzt hier nicht den Ausgleich kassieren. Jetzt Gündogan wieder zu Lewandowski. Also die zwei, die spielen heute sehr stark. Ganze Dortmunder Mannschaft spielt eigentlich heute sehr stark. Lewandowski zu Schieber. Schieber setzt sich gut durch. Schieber zieht ab. Aber Benaglio hält. Aber hier der katastrophale Abwehr. Oh, und dann Schieber, Schieber. Nein, wieder nichts. Also die Wolfsburger, die sind momentan kurz vor dem nächsten Gegentreffer, aber die Dortmunder, das ist nicht leicht. Bedayo hält Wahnsinn heute. Und jetzt Hummels? Nein, kommt nicht hin. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig Eckbälle eigentlich reinmache. Normal, ihr habt doch mit Hummels und Subotic Santana vor die kopfballstarken Spieler. Jetzt schöner Ball zu Kirk. Kirk, aber den verspringt der Ball. Ah, oh, Kirk. Aber Stunde ist gespielt, dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal ein bisschen aus. Bringen wir mal für Blaschikowski, bringe ich mal Hoffmann. Und dann bringe ich nur Löwe für Schmelzer. Schmelzer würde ich auf jeden Fall im nächsten Spiel wieder brauchen, sonst wird der nicht fit. Aber jetzt kommt Wolfsburg. Wolfsburg hat jetzt die Chance, aber da ist Schmelzer. Klasse gemacht. Oh, und dann ein hartes Foul gegen Schmelzer. Jetzt Schieber, Schieber. Unten ist Großkreuz. In der Mitte ist Lewandowski. Und was macht er nun? Die Flanke kommt, aber schwach. Aber Blaschikowski ist da noch. Ah, schwach gemacht. Und jetzt ein heftiger Pass. Da sind sie komplett offen. Jetzt Helmes. Helmes gegen Weidenfeller. Klasse Einsatz von Weidenfeller. Das war die Riesenchance für den VfL Wolfsburg. Aber Weidenfeller kam zum Glück raus und konnte ihn klasse abgrätschen. Und das war ein Ball ins Nichts. Aber jetzt bietet sich die Möglichkeit zu wechseln. Vorher gibt es noch eine gelbe Karte für Schäfer. Ja, das hat der Einstein gegen Schmelzer. Schmelzer geht jetzt auch raus. Hat klasse gespielt. Aber den brauchen wir auf jeden Fall im nächsten Spiel dann wieder. Damit werden die Wechsel vollzogen. Löwe und Hoffmann kommen für Schmelzer und Blaschikowski. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das Spiel jetzt weiterentwickelt. Ist ja nur 20 Minuten zu spielen. Jetzt kommt Wolfsburg. Wolfsburg kommt hier. Löwe. Oh, böse, böse. Jetzt die Chance für Wolfsburg vielleicht zu flanken. Ja, die kommt, aber
Klasse geklärt. Und der Distanzschuss geht vorbei. Weit vorbei. Die Dortmunder, die halten hier noch das 1:0. Jetzt der Wechsel bei Wolfsburg. Wir gehen da raus. Pilar geht raus. Und wer kommt dafür? Kahlenberg kommt. Ja, okay, wird wahrscheinlich Offensive. Ja, die Wolfsburger, die wollen jetzt natürlich unbedingt noch diesen einen Punkt erreichen. Einen Punkt, ich glaube, mit dem wären die Wolfsburger schon zufrieden. Gegen Dortmund. Aber die Dortmunder wollen hier natürlich auf jeden Fall die 3 Punkte. Und jetzt Großkreuz zu Lewandowski. Lewandowski, klasse, klasse, klasse. Warum spielt er den jetzt zurück? Warum spielt er den jetzt so zurück? Aber Lewandowski ist im Eimer, also bringen wir mal Sturridge. Vielleicht kann der noch ein Tor machen. Aber jetzt erstmal hin aufpassen. Oh, Santana springt da vorbei. Jetzt die Chance für Wolfsburg. Und jetzt sind sie komplett offen, die Dortmunder. Jetzt sind sie komplett offen. Weidenfeller geht raus. Und Glück, dass er hier verzieht. Das gibt es nicht. Die Riesenchance für Wolfsburg, hier den Ausgleich zu erzielen. Und dann vergeben sie. Wie Robert Lewandowski ist sein Tor. Und das ist das Entscheidende vom Spiel. Er geht raus. Sturridge kommt. Ja, vielleicht geht es noch was. Weil der ist jetzt fit und... Ja, gut. Die Wolfsburger machen ja hinten alles auf. Also wenn man einen schönen Konter fahren kann, dann kann man vielleicht das zweite Tor machen. Jetzt Großkreuz zu Gündogan. Gündogan. Wieder alles zu eng. Da läuft Sturridge. Klasse. Aber wohin spielt denn der den? Ein Ball ins Nichts. Jetzt kommt Wolfsburg. Wolfsburg kommt aber... Oh, Santani mit schwacher Grätsche. Aber dann zum Schluss doch noch geklärt. Und Kehl haut ihn erstmal weg. Sturridge, jetzt Sturridge. Kommt nicht vorbei, fällt hin. Aber steht sofort wieder auf. Großkreuz hat ihn, Großkreuz. Aber Großkreuz auch schon kräftemäßig wirklich am Ende. Also sehr kräfteraubendes Spiel. Und okay, Wolfsburg hat Einwurf. Die Wolfsburg, die kommen jetzt nochmal. Die letzten 10 Minuten laufen. Und die Grätsche. Und der haut ihn erstmal weg. Ganz weit weg. Und jetzt im Laufduell. Sturridge, sehen Sie mal, wie schnell der ist. Setze hier gegen Naldo durch. Aber kommt nicht zum Ball. Da die Naldo klasse abgelaufen. Und jetzt kommt Wolfsburg. Die letzten 5 Minuten. Der ist komplett frei. Warum greift da keiner an? Aber was? Sehr schlecht. Sehr schlechte Aktion hier vom Wolfsburger. Also wenn die Dortmunder das jetzt nicht mehr so blöd anstellen, dann... Oh Gott. Großkreuz hier mit fast einem Fehlpass. Aber jetzt könnten wieder Fehlpass. Sturridge, aber da holt den sich wieder. Jetzt klasse. Jetzt vielleicht die Konterchance. Nehmen wir jetzt Gündogan, aber schwach gespielt. Den hätte weiter vorspielen müssen. Aber Schieber, Schieber setzt sich durch. Aber wieder kein Sturridge. Also die Wolfsburg, die wollen jetzt alles noch daran setzen, hier irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Und jetzt Schieber. Jetzt muss es doch mal klappen. Irgendwann muss doch mal ein Konter rein. Nein, wieder geklärt. Oh, hartes Einsteigen, aber der Schiedsrichter sagt, weiter geht's. Schiedsrichter lässt zwar recht großzügig laufen. Jetzt Sturridge. Sturridge gegen Trash. Gegen Trash setzt er sich klasse durch. Sturridge mit der Chance und macht es nicht. Pfosten. Aber Schieber nochmal mit der Chance und er macht es endlich. 2:0 für die Dortmunder. Julian Schieber macht das zweite für den BVB. Nach dem Pfostenschuss gegen von Sturridge macht er es besser. Und damit haben sie sicher 2:0 für die Dortmunder hier. Und damit sind die 3 Punkte sicher. Ja, gut, die Wolfsburger sind natürlich jetzt am Boden. Weil die hätten sich eigentlich schon sehr gewünscht, hier irgendwie noch Punkte mitzunehmen. Aber damit ist alles klar. Und hier nochmal gehalten. Es gibt nochmal Eckball für Wolfsburg. Aber da dürft nichts mehr anbrennen, weil 2 Tore. Der Torwart ist sogar mit vorne. Benaglio ist mit vorne. Und da wäre sogar fast zum Ball kommen, Benaglio. Aber jetzt muss schnell gehen. Komm, Weidenfeller. Das dritte will ich jetzt auch noch machen. Ja, Benaglio ist draußen. Vielleicht jetzt... Ach komm, lass halt laufen. Jetzt wollte ich gerade ab. Aber egal. Das Spiel ist aus. Der BVB gewinnt zu Hause gegen die VfL Wolfsburg mit 2:0. Und sichert sich somit 3 wichtige Punkte. 3 sehr wichtige Punkte für die Borussia. Und da feiern sie. Schieber und Lewandowski, die Torschützen. Spieler des Tages war Robert Lewandowski und Gündogan und Großkreuz auch sehr gute Noten bekommen. Santana auch. Ja, bei Wolfsburg sieht es da nicht so gut aus. Schauen wir mal die Spiele in vorn. Ja, da sehen wir ja, wir waren doch deutlich überlegen. Ja, verdiente Sieg für die Dortmunder, würde ich sagen. Und die Bayern spielen in Augsburg nur unentschieden. Nationaltrainer Offerte.
Von Bolivien, okay, naja, Bolivien ist jetzt nicht so das beste Angebot. Zögern wir mal raus. Dann haben wir ja, was ist das eigentlich? Was war denn das für ein Land? Steht denn das da? Ja. Kenn die Flagge nicht. Wo steht denn das da? Keine Ahnung. Zögern wir mal raus. Könntest du in die Kommentare schreiben, wie das mit den Nationalspiele, mit den Nationalmannschaftsspiele machen soll, ob ich ins Let's Play bringen soll oder ob ich die ablehnen soll. Wechsel nicht sicher. Okay, Subotic hat verlängert. Klasse natürlich. Und jetzt gehen wir zum nächsten Spiel. Da wartet, ja gut, jetzt kommt noch was. Geänderter Spieltermin gegen Gladbach. Und gegen Frankfurt. Okay, hier schon wieder ein Posten für Peru. Aus Tschechien, Peru. Müssen wir mal schauen, was sie da alles entwickeln mit den Nationalmannschaftsposten. Und jetzt steht das nächste Spiel an gegen den TSG Hoffenheim. Das ist dann der letzte Spieltag von der Hinrunde. Wird auf jeden Fall spannender Abschluss. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinschaltet. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ihn bewertet. Und schreibt es in die Kommentare, wenn ich Transfer tätigen soll, wen ich verkaufen soll, wen ich holen soll und was ich mit den Nationalmannschaften machen soll. Und wenn ihr auf keinen Fall den nächsten Part verpasst, wo wir den Hinrundenabschluss erleben werden gegen den TSG Hoffenheim, dann könnt ihr mir abonnieren. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.